Was muss für dich ein guter Bühnenpartner erfüllen? Es ist natürlich wichtig, dass wenn man mit jemandem auf der Bühne steht, dass, ja, dass halt Chemie stimmt. Wenn es sich gut spielen lässt mit jemandem, dann macht es umso mehr Spass. Das ist ja da so, zum Glück. Was gefällt dir am Daneli? Dass er so zurückhaltend ist. Also Daneli ist ja bei uns im Musical sehr zurückhaltend. Er traut sich nicht so richtig, das zu sagen, was er eigentlich denkt und gerne würde sagen. Und das so aus ihm rauszuholen als Heidi, finde ich ja dann sehr einen spannenden Punkt. Wann schlüpfst du eigentlich in die Rolle von Heidi? Ist das, wenn du dich verwandelst von der Amanda zu Heidi, oder wirklich erst, wenn du auf der Bühne selber stehst? Also für mich startet das Ganze natürlich, wenn man sich dann in die Maske setzt und wenn man anfängt zu schminken und die Perücke hat, bin ich eigentlich schon immer noch hin, genauso wie ich bin, ganz normal. Ja? Ich bin auch nicht unnormal, wenn ich dann Heidi bin, das habe ich nicht so gemeint. Aber es fängt schon an, eigentlich mit dem ersten, also so vor dem ersten Auftritt, in den ersten 10 Minuten bin ich eigentlich immer für mich, nur hinter der Bühne, mache nochmal alles durch, im Kopf, gedanklich vor allem. Und dann kann es losgehen. Und dann bin ich eigentlich mehr oder weniger Heidi, vom Kopf bis Fuß. Was reizt dich am Beruf Musical-Darstellerin? Also, ist noch schwierig zu sagen. Ich würde es mal ein bisschen auch unterscheiden. Es gibt die Musical-Darsteller, die wirklich alle halbe Jahre etwas Neues suchen, von Audition zu Audition reisen und überall wieder ihr Glück versuchen. Und oft klingt es, oft nicht. Es ist also ein Spiel, das Musical-Darsteller sein. Und bei mir ist es nicht ganz so, dass mich das so freut an dem. Also ich gehe überhaupt nicht gerne Auditions, das Vorsingen finde ich schrecklich. Aber auch ich musste das natürlich machen, aber ich habe das immer so ein bisschen alle Jahre, zweimal vielleicht oder so, sehr selten gemacht. Nur bei Stücken, die ich wirklich gerne würde spielen. Ich habe genug andere Sachen noch nebendran, die ich beruflich mache. Also nicht genug, sondern das ist mein Hauptberuf, Musical-Darsteller, aber trotzdem habe ich auch noch andere Optionen für mich immer offen gehalten, damit ich eben nicht so muss unbedingt etwas spielen, was ich eigentlich vielleicht gar nicht will. Und mir macht es unglaublich viel Spass bei Ewige Liebe Zeit. Also wirklich, seit es Ewige Liebe gibt, habe ich mir das gewünscht und es ist in Erfüllung gegangen. Und ich bin im Moment dort, wo ich schon immer noch sein wollte. Nein, seit 3 Jahren habe ich sein.